Es ist ein besonderes Vorrecht, an diesem besonderen Sabbat hier stehen zu dürfen. Und als ich vor wenigen Monaten mich für diesen Termin eingetragen hatte, war mir gar nicht bewusst, dass der 22. Oktober ja der 22. Oktober ist. Das wurde mir erst vor etwa 3 Wochen klar. Und ich bin jetzt selbst gespannt, in welche Richtung Gott es führt. Natürlich bin ich vorbereitet, aber wie es manchmal so ist, diejenigen, die auch Prediger oder Predigthelfer sind, kennen das sicher. Mal ist völlig klar, welches Thema im Raum steht. Und ein anderes Mal, so wie jetzt, kaut man etwas länger daran, geht es mehr in diese Richtung. Und so richtig klar ist mir das auch erst seit 3, 4 Tagen, in welche Richtung Gott es heute haben möchte. Entschuldigung. Ich möchte euch herzlich willkommen heißen, euch und Sie, liebe Gäste, liebe Freunde, liebe Geschwister. Und vor allen Dingen, nicht nur, aber vor allen Dingen, das ist mir immer ein Herzenswunsch, liebe Jugendliche und junge Erwachsene. Die Ehe zwischen Himmel und Erde. Hier geht es nicht einfach nur um ein Thema, das auch in der weltlichen, menschlichen Gesellschaft immer problematischer wird und immer mehr angegriffen wird. Hier geht es um viel, viel mehr. Und ich habe mir überlegt, wo ich anfange bei diesem Thema und bin sehr weit zurückgegangen ins Alte Testament, in 1. Mose 39, wo dieser junge Mann, der von seinen Brüdern als Sklave nach Ägypten verkauft wurde, nach einem sehr schweren Weg, jung, wahrscheinlich attraktiv und gesund, im Haus des Potiphar, eines hohen Beamten des Pharao, gelandet ist. Und die Frau von diesem Potiphar die Abwesenheit ihres Mannes dann irgendwann genutzt hat, um zu versuchen, sich dem jungen Mann attraktiv zu machen. Und wir lesen dort in 1. Mose 39 in Vers 7, da warf die Frau seines Herrn, also die Frau des Potiphar, ihre Augen auf Josef und sagte, liege bei mir. Behalten wir mal im Hinterkopf, was uns diese Übersetzung hier sagt. Sie warf ein Auge auf ihn und sagte, liege bei mir. Und es war nicht etwa nur eine einmalige Versuchung für diesen jungen Mann, sondern in Vers 9 lesen wir zunächst, wie er widerstand und welche Einstellung er hatte. Wie sollte ich dieses große Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Und es geschah, obwohl sie Tag für Tag auf Josef einredete, hörte er nicht auf sie, bei ihr zu liegen, mit ihr zusammen zu sein. Wie ist das heute, wenn attraktive Frauen ihr Auge auf Männer, vielleicht auch besonders auf junge Männer werfen? Wie ist das heute, wenn Männer ihre Augen auf Frauen werfen, wie die Bibel uns das so sagt? Was steckt dahinter? Was passiert dort? Und wie gehen wir damit um? Wie gehe ich mit mir selber um, wenn mein Auge beginnt, sich selbstständig zu machen und auch meine Gedanken? Es ist leider so, und ich sehe, dass diese Entwicklung sich immer mehr verstärkt, leider auch innerhalb unserer Gemeinden, dass der Gegner Gottes hier einen besonderen Kriegsschauplatz eröffnet hat, wohl schon vor längerer Zeit, nämlich den Kriegsschauplatz der Erotik, der Sexualität in einer Art und Weise, wie Gott das für uns nicht vorgesehen hat und wie es uns auch vernichten wird. Warum tut er das? Wenn wir nachlesen in Offenbarung 12, Vers 17,
Ein sehr bekannter Text, dort heißt es, Offenbarung 12, Vers 17, und der Drache wurde zornig über die Frau. Die Frau, das Symbol hier der reinen Jungfrau, der gottgläubigen Gemeinde, der wahren Kirche. Der Drache wurde zornig über die Frau, über diese Menschengruppe und ging hin, Krieg zu führen mit den übrigen ihrer Nachkommenschaft. Also mit denen, die bis zum Ende an Gott festhalten wollen. Mit den übrigen ihrer Nachkommenschaft, welche die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. Wir kommen auf diesen Text nachher nochmal zurück. Aber zunächst möchte ich diesen Text verbinden, ganz am anderen Ende der Bibel, in 1. Mose Kapitel 3. Vers 15. Wo Gott den ersten menschlichen Sündern, nämlich Adam und Eva, sagt, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir, und er spricht hier die Schlange an, das Symbol für den Gegner Gottes, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen, deinen Nachkommen und ihrem Samen, also den Nachkommen der Frau. Er, der Nachkomme der Frau, wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Nehmen wir als Nachkommen von Eva, als Same der Frau, die Feindschaft, die Gott zwischen uns und dem, was vom Gegner Gottes kommt, an? Oder weichen wir das auf? Machen wir Kompromisse? Stellen uns wohlmöglich, bewusst oder unbewusst, auf die andere Seite. Ich war ein Ehebrecher. Ich muss das leider bekennen. In dem Leben vor meiner Bekehrung. Und ich habe großes Leid über meine erste Familie gebracht, auch über meine Töchter. Sie haben mir vergeben. Wir haben eine sehr gute Beziehung. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, was Ehebruch anrichtet beim Ehebrecher und bei den Menschen, die es betrifft. Und ich habe dieses Wort nach einigen Jahren Bibelstudiums bewusst mal zerlegt in zwei Teile. Ehe-Bruch. Und ich habe früher immer gedacht, Ehebruch bedeutet, aus einer Ehe auszubrechen oder in eine menschliche Ehe einzubrechen. Aber die Bibel sagt uns, dass Ehebruch viel mehr ist. Auch Josef, der nicht verheiratet war, hätte eine Ehe brechen können. Aber nicht nur die Ehe des Potiphar und seiner Frau, wenn er eingewilligt hätte. Potiphars Frau wollte aus ihrer Ehe ausbrechen, zumindest zeitweilig. Aber auch sie hätte mehr getan, als nur in Anführungszeichen die Ehe mit ihrem Mann zu brechen. Bevor wir das genau auflösen, hören wir die Stimme Jesu in Matthäus 5. Matthäus 5 ab Vers 27. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Eines der Gebote. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, also um sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Er sagt ja nicht, dass jeder verheiratete Mann, der das tut, Ehebruch begeht. Er sagt ja auch nicht, dass es nur für Frauen gilt, die man ansieht, die verheiratet sind, sondern er sagt, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Die einzige Frau, für die das nicht gilt, ist meine Ehefrau. Da ist es sogar Gottes Wunsch, dass ich sie begehren sollte, allerdings so, wie Gott sich das vorstellt. Hier wird auch noch mal deutlicher,
die Ausdrucksweise in 1. Mose 39, dass die Frau des Potiphar ein Auge warf auf den jungen Josef. Sie sah ihn an, ihn zu begehren, aber sie war nicht mit ihm verheiratet. Lasst uns noch einmal den Predigttext lesen in diesem Zusammenhang in 2. Korinther 11. Die Verse 2 und 3. Wo Paulus der Gemeinde sagt, also wo Gott uns durch die Schrift von Paulus uns heute sagt, hier, die wir versammelt sind und es ernst meinen mit Gott, denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche, also treue Jungfrau, die nie einen anderen Mann berührt oder begehrt hat, vor den Christus hinzustellen. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Wie können wir uns schützen? Wie können wir rein bleiben? Ich möchte hier nur ein, zwei Beispiele nehmen im Zusammenhang mit der Ehe und der Eheschließung und dort Gottes Willen prüfen. Gehen wir wieder ganz weit zurück in die menschliche Geschichte in 1. Mose Kapitel 2. Ab Vers 18. Dort geht es nämlich um die erste menschliche Ehe. 1. Mose Kapitel 2, Vers 18. Und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Wer sprach? Gott sprach. Wer sah, dass Adam eine Frau brauchte? Nicht Adam. Gott sah. Wer sagte, ich will ihm eine Hilfe machen? Nicht Adam sagte, ich will eine weibliche Gehilfin haben, sondern Gott sagte, ich will ihm eine weibliche Hilfe machen. Also Gott hat die alleinige und die ganze Aktion und Adam hat noch nicht einmal gewusst zu dem Zeitpunkt, dass ihm eine Frau fehlt. Er war zu dem Zeitpunkt auch noch nicht von sündhaften Verlangen und von sündhaften Neigungen geprägt. In Vers 21 können wir dann, lesen, wie es weitergeht. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, sodass er einschlief und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Wer ist hier der Aktive? Wiederum Gott. Er hat die ganze Aktion. Er ließ einen tiefen Schlaf auf Adam fallen. Er hat nicht etwa geschlafen, einfach weil er müde war oder weil er sich dazu entschieden hat. Gott hat ihn zum Schlafen gebracht. Und während Adam schläft, also der höchste Grad von Passivität, Schlafen, hat Gott alles andere getan. Nämlich, er hat ihm die Rippe entnommen, er hat aus der Rippe die Frau gemacht und am Ende von Vers 22 heißt es, und er, Gott, brachte sie, die Frau, zum Menschen, also zu Adam. Gott, der Herr, sah, dass Adam eine Frau brauchte. Er ließ einen tiefen Schlaf auf Adam fallen. Er hat die Frau gemacht und er hat sie zu Adam gebracht, während Adam geschlafen hat. Und als er aufwachte, war seine Frau da. Und sie war seine Frau, weil Gott sie ihm gegeben hat. Wie machen wir das heute? Und wie denken wir darüber? Gelten diese Prinzipien nicht mehr?
Wie viel Zeit nehmen wir uns? Wie viel Zeit geben wir Gott, uns den einzig richtigen Ehepartner bis hinein in die Ewigkeit uns geben zu lassen, in dem festen Glauben, dass wenn er möchte, dass wir heiraten, er auch den einzigen Ehepartner schon im Plan hat und auch den Zeitpunkt und die Umstände, wann das geschehen soll. Abraham wollte auch nicht glauben, dass seine Frau ihm noch einen Sohn schenken wird, obwohl Gott es ihnen jahrzehntelang versprochen hat. Und er hat die eigene Brechstange genommen, zusammen mit seiner Frau. Aber in der Gnade Gottes, und wie er sagt, was ich beschließe, das führe ich auch aus, hat er diesen Sohn bekommen, den Sohn der Verheißung. Also es steht eine hohe Symbolik dahinter, weil es hier um ein hohes Prinzip geht. Und wenn wir in das Hohelied Salomos schauen, finden wir dort nochmal eine Verstärkung und eine Bestätigung. Im Hohelied, Kapitel 1, Vers 7, lesen wir: Entschuldigung, Kapitel 3, Vers 5 ist es, Hohelied Kapitel 3, Vers 5. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, bei den Gazellen und bei den Hirschkühen des Feldes, Doppelpunkt. Also ich beschwöre euch, ihr Ehemannsuchenden, heiratsfähigen und heiratswilligen jungen Frauen Jerusalems, Gottes Volks. Weckt nicht, stört nicht auf die Liebe, bevor es ihr selber gefällt. Nehmt es nicht in eure Hand. In Kapitel 8, Vers 4 wird das Ganze wiederholt. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, was wollt ihr wecken, was aufstören die Liebe, bevor es ihr selber gefällt? Was können wir erwarten, wenn wir schon in der Anbahnung der Ehe durch unsere eigenen Entscheidungen Gott die Dinge vorwegnehmen? Ja, er ist gnädig. Und ich war in meinem Leben leider nicht in der Situation, diese Prinzipien schon zu kennen und schon im Glauben zu stehen, Erfahrungen mit Gott zu haben. Aber meine Frau und ich sind Gott dankbar, dass er gnädig ist, dass er uns die Vergangenheit vergibt, die falsche, und dass er unsere Ehe segnet, wenn er sieht, dass wir an seiner Hand nach vorne gehen wollen. Und das gilt für jeden von uns. Nur wenn ihr die Chance habt, es von Anfang an gleich nach Gottes Willen zu tun, und ihr wollt wirklich den Weg mit Gott gehen, dann schaut nicht darauf, wie innerhalb oder außerhalb der Gemeinden andere es tun, sondern schaut auf die Prinzipien Gottes. Er erspart euch und anderen so viel Leid und Schmerzen und Probleme, und ihr werdet wahren Segen haben. Epheser Kapitel 5. Epheser Kapitel 5, die Verse 31 und 32. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Paulus bezieht sich hier auf das Wort des Alten Testaments, das uns genannt ist in 1. Mose 2, nach der Eheschließung zwischen Adam und Eva, die Gott allein vorgenommen hat. Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und
und dadurch und dann werden sie sein ein Fleisch. Auch diese Reihenfolge ist so wichtig, wenn es um die Jungfräulichkeit geht, für die Frau und für den Mann. Denn das ist ein Prinzip Gottes, das eine hohe Symbolik hat. Und so habe ich irgendwann verstanden, jedes Mal, wenn ich auch nur in Gedanken eine andere Frau als meine Ehefrau begehren würde, würde ich das Prinzip Gottes, das er hier durch die menschliche Ehe für die Gemeinschaft zwischen ihm und seinem Volk gegeben hat, für seine Wiederkunft, für die Gemeinsamkeit in der Ewigkeit, dieses Prinzip würde ich brechen. Das ist der wahre Ehebruch, der dahinter steht. Und das sollten wir als Motivation mitnehmen. Als heilige Motivation, als Ernsthaftigkeit, wenn unsere Gefühle und unsere Neigungen uns in eine andere Richtung ziehen wollen. Christus, unser Bräutigam, unser Mann, seit 167 Jahren jetzt befindet er sich in der Hochzeit und hält um unsere Hand an. Wir können das nachlesen in Johannes Kapitel 17, im sogenannten hohepriesterlichen Gebet. Und Christus, unser Hohepriester, ist heute vor 167 Jahren an seinen Platz gegangen, nämlich ins Allerheiligste, vor den Thron Gottes, im wahren Heiligtum im Himmel und nicht in der Kopie oder in einer der Kopien, die es auf Erden gab. In Johannes 17, Vers 9 heißt es, wo Jesus zum Vater sagt, ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast. Und er verstärkt und wiederholt es in Vers 24. Vater, ich will, er sagt zum Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen. Und er wartet jetzt 167 Jahre, dass wir als Braut bereit sind. Und natürlich könnten wir jetzt theologische Diskussionen führen, da ja in der Offenbarung das neue Jerusalem, die heilige Stadt, als Braut bezeichnet wird. Aber ich glaube, diese Texte, die wir heute in dem Zusammenhang mit der wahren Ehe lesen, sind eindeutig, dass wir das so verstehen dürfen hier oder verstehen müssen. Und deswegen nochmal die Erinnerung an den Predigttext in 2. Korinther 11. Ich habe euch mit einem Mann vermählt, verlobt. Oder in dem anderen Text, den wir gelesen haben, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, seiner Frau anhängen, sie werden sein ein Fleisch. Dieses Geheimnis deute ich aber auf Christus und seine Gemeinde. Also es ist eindeutig. In dem gleichen Gebet Jesu in Johannes 17 heißt es in Vers 22 und 23, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, sagt Jesus zum Vater, habe ich ihnen gegeben. Wozu? Dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Jetzt geht es weiter. Wir sollen untereinander so eins sein, wie der Sohn und der Vater. Wie nah sind wir dort oder wie weit sind wir von dort weg? Warum sollen wir das? Damit die Welt erkennt, dass Christus der Messias ist. Damit auch die anderen Menschen, die noch nicht zum Leib Christi gehören, ein Verlangen danach bekommen, ihn immer mehr kennenzulernen und sich mit ihm zu verbinden. Sie sollen dieses Verlangen bekommen, indem sie uns erleben. Und wie erleben sie uns? Wir sind in der Drei-Engels-Botschaft, Offenbarung 14, Vers 12. Nur die Drei-Engels-Botschaft steht ja nicht nur im Vers 12. Nur in Vers 12 steht, hier
Hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes und das Zeugnis Jesu bewahren. Können wir das sagen? Können wir uns auf den Marktplatz von Braunau oder von Wien stellen? Oder vor das Mikrofon und vor die Kamera? Können wir gemeinsam aufstehen und uns den Händen nehmen und die Hände hochhalten und sagen, hier ist die Geduld der Heiligen, die halten die Gebote Gottes und haben das Zeugnis Jesu. Die Vorbereitung aufs Abendmahl, die Voraussetzung für das Mahl untereinander mit Christus. Die Vorbereitung auf die Vollendung des großen Versöhnungstages, einander die Sünden zu bekennen, alle Konflikte aufzugeben und Gottes in die Hand zu geben, dass er für unsere Gerechtigkeit kämpft. Ich muss keinen Streit gewinnen, ich kann es gar nicht. Und ich soll meines Bruders Hüter sein, aber nicht sein Richter. Und wenn wir Offenbarung 14, Vers 12 verbinden mit 12, Vers 17, genau das ist der Grund, warum der Gegner gegen uns kämpft. Nämlich gegen die Jungfräulichkeit seiner Gemeinde, dass sie nichts und niemand anderem glauben als dem einzig wahren Gott, die erste Engelsbotschaft, weil er der Schöpfer ist und es gezeigt hat und jeden Tag neu zeigt, im Großen und im Kleinen. Und dass er uns gezeigt hat, zweite Engelsbotschaft, dass alles Falsche und Böse, vor allen Dingen die falsche Kirche und die falschen Religionen, bereits besiegt sind, seit Jesus am Kreuz gestorben ist, nachdem er den Versuchungen widersagt hat. Und die dritte Engelsbotschaft, dass wir nicht mehr zu diesem Bereich gehören und auch nicht mehr nach diesen Regeln leben, sondern einzig und allein nach den Regeln Gottes. Dass wir getrennt sind von allem, was uns in die falsche Richtung zieht oder dort festhält. Das können wir nicht und das wollen wir nicht, zumindest nicht aus eigener Kraft. Und so ist das Wort umso wichtiger in 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17. Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur, sagen andere Übersetzungen. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. In Christus ein Fleisch sein, gleich sein, eine Einheit mit Christus. So wie ich in der innigsten Gemeinschaft mit meiner Ehefrau von der Symbolik her eins bin, wie es nicht inniger sein kann und Frucht bringt. So soll diese Gemeinschaft sein, die wir in Christus haben, im Wort tagtäglich, das Hindurchgehen durchs Heilige an den Schaubroten vorbei, an dem täglichen Brot Gottes, hin zum Räucheraltar, wo die Gebete vor den Gnadenthron zeigen. Und seitdem Christus gestorben ist und erst recht seit dem 22. Oktober 1844, wo er dort steht, wo der Vorhang damals zerrissen ist, durch ihn am Thron vor dem Vater, was wir ohne ihn nicht könnten. Und nicht nur die Vergebung im Vorhof im Anspruch nehmen, die wir natürlich brauchen als, na, ich will es nicht zu despektierlich sagen, als Eintrittskarte für die Erlösung. Aber dort ist der Weg nicht zu Ende. Hinter dem Vorhof, wo ich die Vergebung bekomme im Glauben, kommt das Heilige und die tägliche Gemeinschaft mit Christus. Damit ich in ihm bin und vor dem Vater am Gnadenthron stehe und die Kraft von ihm nehme in jeder einzelnen Sekunde der Versuchung, jeden Tag. Ich sterbe nicht nur täglich, wie Paulus es sagt, sondern er meint damit, in jeder Sekunde der Versuchung habe ich die Entscheidung, ob ich sterbe und wie symbolisch in der Taufe im Wassergrab versinke und nicht eine einzige Zelle sich über Wasser befindet, sondern völlig begraben bin, um neu aus dem Grab herauszukommen in der Kraft Christi vor dem Vater. Christus ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören und das Verlorene zu finden. Können wir sagen hier zu den Menschen, die Gott noch suchen und sie suchen,
Ich habe hier einen Text in der Hand, den ich nur auszugsweise vorlesen möchte, weil ich nicht genau weiß, wie viel Erfahrung ihr habt, wie alt eure Kinder sind, ob ihr erwachsene Söhne und Töchter habt, die möglicherweise noch auf dem Weg sind oder vielleicht sogar auf dem Abweg. Eine junge Frau, die momentan in der populären Musik draußen folgenden Text singt. Ich erkenne mich nicht in den Schaufensterscheiben, entdecke nichts, was mir gefällt. Ich brauche die schönsten Kleider und die stärksten Männer und eine Hand, die meine Hand für immer festhält. Ich habe gesucht und gesucht in den hintersten Ecken, nach Augen, die mich interessieren. Noch nie hat es geklappt, doch ich mag es nicht kapieren. Wovon sollen wir träumen? So wie wir sind, woran können wir glauben? Wo führt das hin? Was kommt und bleibt, so wie wir sind? Wir lassen uns treiben durch die Clubs der Stadt, durch fremde Hände und wir werden nicht satt. Wir wachen dann auf bei immer anderen Geliebten, von denen wir dachten, dass wir sie nie verlassen. Wir können nicht mehr atmen, vergessen zu essen, wir trinken zu viel. Es bleibt ein Spiel ohne Ziel. Wann hört das auf? Wann kommen wir hier raus? Wovon sollen wir träumen? Wo sind wir zu Hause? Popmusik heute. Die Suche nach Gott. Junge Menschen, was sehen, hören Sie bei uns? Was erleben Sie? Wo ist mein Ziel? Hebräer Kapitel 6. Unser Ziel im Heiligtum. Hebräer Kapitel 6. Ab Vers 12. Damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren, durch Glauben und Ausharren, die Verheißungen erben. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er bei sich selbst. Und weiter, ab Vers 17. Deshalb hat sich Gott, da er den Erben der Verheißung, wollen wir das sein? Da er den Erben der Verheißung, die Unwandelbarkeit seines Ratschlusses, seiner Entscheidung, noch viel deutlicher beweisen wollte, mit einem Eid verbürgt, damit wir durch zwei unveränderliche Dinge, Glauben und Ausharren, bei denen Gott doch unmöglich lügen kann, einen starken Trost hätten, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die vorhandene Hoffnung zu ergreifen. Und jetzt kommt's. Diese vorhandene Hoffnung durch Glauben und Ausharren, weil Gott geschworen hat bei sich selbst, dass wir die Erben der Verheißung sind und bleiben, wenn wir das nehmen und festhalten. Diese Hoffnung haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele, der in das Innere des Vorgangs hineinreicht. Einen festen Anker der Seele im Allerheiligsten, wo ich mich festhalten kann, wo ich mich festhalten muss in Jesus, weil ich sonst verloren bin oder verloren gehe. Ich habe keine Chance. Und dieses Bild, dieser Anker, wisst ihr, wie groß Anker von großen Schiffen sind? Welches Gewicht sie haben? Das ist alles nichts. Wir haben Christus, unseren Hohepriester und Mittler, als festen Anker, diese Hoffnung, weil er schon alles getan hat und wir das in Anspruch nehmen können. Wir haben vorhin das Hohelied erwähnt, das Hohelied Salomo. Und als ich dieses Hohelied Salomo die ersten zwei, drei Male gelesen habe, habe ich Fragmente, Teilstücke verstanden, aber nicht wirklich die Aussage als Ganzes und das Bild, das dahinter steht. Und es ist ja auch nicht chronologisch aufgebaut und ich bin kein Theologe. Nur ich habe eins verstanden, was ich dort rausgelesen habe,
die Geschichte eines jungen Paares, einer jungen Frau, die nach dem damaligen Bild, das man von einer attraktiven Frau hatte, die diesem Bild gar nicht entsprach. Sie hatte dunkle Haut, von der Sonne gegerbt. Ihre Brüder haben sich ein schönes Leben faul zu Hause gemacht, offensichtlich, und haben auch nicht besonders nett mit und von ihr gesprochen. Und sie musste raus, jeden Tag in Wind und Wetter, die Schafe und die Ziegen hüten. Und sie hätte auch gerne anders gelebt. Wahrscheinlich lief sie barfuß und war Tag für Tag, Sommer und Winter, draußen bei den Schafen. Was für ein Leben für eine junge Frau. Wie denkt ihr heute darüber? Und eines Tages trifft sie dort draußen auf einen jungen Schafhirten. Und sie sind beieinander, verbringen den Tag miteinander, genießen die Natur, sie gewinnen sich lieb, sie haben schöne Gespräche, sie haben einen gemeinsamen Sinn und sie möchten sich am liebsten gar nicht trennen. Und die junge Frau spürt sicher ihre Sehnsüchte. Aber am Abend sagt der junge Mann: Ich muss gehen. Aber ich werde wiederkommen. Warte auf mich. Er hat ihr nicht gesagt, wann. Er hat ihr auch nicht gesagt, wo. Aber er hat gesagt: Ich werde wiederkommen. Warte auf mich. Und sie sucht ihn. Es dauert lange. Er kommt nicht. Sie erzählt zu Hause davon. Ihre Brüder lachen sie aus. Niemand kennt ihn. Niemand hat ihn gesehen. Und sie möchte ihn doch so gerne wiedersehen. Und eines Tages heißt es, dass der junge, schöne König Salomo kommen wird mit seinem Wagen in die Stadt. Und alle jungen Frauen sind aufgeregt und bereiten sich vor und möchten an die Straße doch einmal diesen schönen König sehen. Und auch diese junge Frau, die nichts anderes im Sinn hat als ihren Schafhirten, den sie so lieb gewonnen hat, aber sie möchte doch auch gerne mal etwas erleben. Aber sie muss raus zu den Schafen. Und als sie dort sitzt, in der Stille, da hört sie ganz am Ende des Tales plötzlich Geräusche. Und sie sieht, wie ein Menschenzug den Weg heraufkommt. Und beim Näherkommen erkennt sie eine Sänfte, die getragen und umringt wird von 60 geschmückten Soldaten. Und sie erinnert sich, der König ist unterwegs heute, Salomo. Und sie schaut gespannt und das Ganze kommt näher und sie kann es kaum glauben. Und sie ist ganz aufgeregt und schaut sich's an. Und der Zug hält an in ihrer unmittelbaren Nähe. Und der König steigt von der Sänfte herab und kommt auf sie zu. Und sie weiß gar nicht, wie ihr geschieht. Und er gibt sich zu erkennen, der Schafhirte, den sie so gesucht hat. Er hat gesagt: Ich werde wiederkommen. Warte auf mich. Aber ich möchte nicht, dass du mich liebst, weil ich König bin, weil ich Geld habe, weil ich äußerlich attraktiv bin, weil ich Schmuck um mich herum habe, weil du durch mich Vorteile hast. Ich möchte, dass du auf mich wartest und keinen anderen anschaust, weil es dir um mich geht, weil du wirklich mit mir zusammen sein möchtest, in alle Ewigkeit. Und das ist das, was Christus sich von uns wünscht. Und das ist eine der wesentlichen Eigenschaften der 144.000, die wir in Offenbarung 14 nachlesen können. Die jungfräuliche Gemeinde. Die einzigen, die das Lied des Lammes, das Lied der Erfahrung der Erlösung singen können. Weil sie nämlich ihn kennengelernt haben als ihren Verlobten ab der Taufe. Und weil sie in ihrem Leben unter Menschen die gleichen Prinzipien ausleben und die menschliche Ehe und auch schon das Entstehen der Ehe als Symbolik hochhalten für die heilige Ehe zwischen Himmel und Erde. Wer von euch, ob verheiratet, nicht verheiratet, ob jung oder alt, wer von euch möchte gerne diese Ehe zwischen Himmel und Erde heilig halten? Wenn ihr euch traut, wenn ihr das bekennen möchtet, es ist nicht notwendig,
Aber vielleicht ermutigt es andere. Vielleicht macht es eure Entscheidung fest. Wer von euch möchte das? Den bitte ich aufzustehen. Wer von euch möchte gerade auch als junger Mensch mit den Gedanken, vielleicht gibt es schon einen Partner, eine Partnerin, das nochmal überdenken, drum beten, wirklich Gott alles überlassen. Amen. Danke für euren Mut und bitte setzt euch. Zum Abschluss möchte ich nur zwei Verse aus Offenbarung 14 lesen. Ich hörte eine Stimme aus dem Himmel wie das Rauschen vieler Wasser und wie das Rollen eines lauten Donners. Und die Stimme, die ich hörte, war wie von Harfensängern, die auf ihren Harfen spielen. Und sie singen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier lebendigen Wesen und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen, als nur die 144.000, die von der Erde erkauft waren. Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich. Diese sind es, die dem Lamm folgen, wohin es auch geht. Amen.